Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute beschäftige ich mich mal mit Windows 10 und der Verschlüsselung bzw. explizit der Datei- und Ordnerverschlüsselung. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den roten schönen Knopf nutzen würdet und da mal auf Abonnieren drückt. Und wenn ihr zu dem nächsten Video benachrichtigt werden möchtet, dann könnt ihr auch noch das Glöckchen benutzen. So, nun aber zum Thema. Windows 10 ab der Version Pro, das heißt Pro, Enterprise und was es da alles noch so dazwischen gibt, bietet ja zwei verschiedene Varianten der Verschlüsselung an. Das heißt, einmal bietet es eine sogenannte Festplattenverschlüsselung an, BitLocker nennt sich das, wenn man das sucht. Und die zweite Variante ist, Dateien und Ordner zu verschlüsseln, also separat zu verschlüsseln. Das heißt, nicht der ganze Datenträger ist verschlüsselt, sondern nur einzelne Dateien und einzelne Ordner sind verschlüsselt. Beide Varianten der Verschlüsselung haben ihre Vor- und Nachteile. Ich werde mich heute auf diese Datei- und Ordnerverschlüsselung konzentrieren. Die wird auch EFS-Verschlüsselung genannt. Ich werde versuchen, das Thema nicht allzu technisch zu erklären. Ich werde erklären, wie man diese Verschlüsselung auf einzelne Dateien und Ordner aktiviert, was man beachten muss, wenn man Dateien auf ein anderes System übertragen möchte, beziehungsweise wo die Verschlüsselung funktioniert oder nicht funktioniert oder was muss man tun, wenn man zum Beispiel das Betriebssystem ist beschädigt und man kann nicht mehr starten, wie kommt man dann noch an seine Dateien heran. Wir möchten jetzt erstmalig eine Datei oder einen Ordner verschlüsseln. Dazu lege ich hier auf dem Desktop einfach mal einen Ordner an. Und am besten, ich lege hier mal ein paar Dateien an. Die müssen, können ja jetzt leer sein, ist jetzt egal. So, drei Dateien sollten jetzt mal reichen. So, und jetzt könnte man hier rechte Maustaste und auf Eigenschaften gehen und hier auf Erweitert und könnte jetzt sagen, die einzelne Datei verschlüsseln, um die Daten zu schützen, oder man geht einfach auf den Ordner direkt und sagt Eigenschaften und sagt den Inhalt verschlüsseln. So, ich drücke jetzt mal auf OK, also ich muss jetzt, normalerweise würde ich jetzt einfach OK drücken und es ist verschlüsselt, aber ich will jetzt noch eine Sache zeigen, deshalb ganz kurz mal aufpassen, auf OK drücken. Und hier auch auf OK drücken, dann kommt diese Frage nur für den Ordner oder halt auch für diese Unterordner und Dateien übernehmen. Natürlich wollen wir alles, was in dem Ordner ist, verschlüsseln. Muss aber nicht immer unbedingt der Fall sein. Drücken wir erstmal OK und dann bekommen wir beim ersten Mal hier unten eine Meldung. Da müssen wir ganz schnell draufklicken, weil die verschwindet dann wieder. Und dann könnte man jetzt hier einen sogenannten Dateiverschlüsselungs- oder ein sogenanntes Dateiverschlüsselungszertifikat sichern. Dieses Zertifikat ist dafür nötig, wenn man irgendwann mal zum Beispiel in sein Profil nicht hereinkommt. Das heißt, man meldet sich mit einem zweiten User an oder man muss ein Backup, eine Sicherung machen und muss sozusagen das Windows neu installieren, kopiert die Dateien wieder drauf. Oder man baut die Festplatte aus oder die SSD aus und transferiert die auf einen anderen Rechner. Dann braucht man dieses sogenannte Dateiverschlüsselungszertifikat. Das gilt auch dafür, wenn ein administrativer User an dem Rechner das Passwort des hier aktuellen Users ändert. Auch dann muss dieses Zertifikat eingespielt werden, damit man an die Dateien wieder rankommt. Weil das ist im Prinzip so ein Schutz, dass ein x-beliebiger anderer User, auch wenn er ein Administrator ist, nicht einfach die Dateien lesen kann. Ich mache das jetzt mal nicht, weil man kann ja auch, es kann ja auch sein, dass man diese Meldung verpasst hat. Dann weiß man jetzt natürlich nicht, wie kann ich jetzt hier mein Zertifikat sichern. Da gibt es aktuell noch in der Systemsteuerung, das heißt, es wird irgendwann mal in diese ganz normale Windows 10
Einstellungsebene zurückwandern. Aktuell ist es aber noch hier in der Systemsteuerung drin, unter Benutzerkonten. Und dann haben wir hier diesen Punkt Dateiverschlüsselungszertifikate verwalten. So, verwalten Sie die Zertifikate zur Dateiverschlüsselung weiter. So, dieses Zertifikat verwenden, weiter. Also das heißt, man könnte jetzt auch ein neues erstellen, das ist aber nicht zielführend. Oder man könnte jetzt hier sogar eins importieren, ein altes. Und wir wollen jetzt dieses Zertifikat sichern. Das heißt, wichtig ist, dass man das Zertifikat jetzt natürlich nicht in einen verschlüsselten Ordner reinlegt, weil sonst wird es auch selber verschlüsselt und man kann das hinterher nicht mehr öffnen. Das heißt, ich nehme jetzt mal den Desktop. Der Desktop selber ist aktuell nicht verschlüsselt. Und dann mache ich das in der Regel so, dass ich hier das Datum umgekehrt angebe, also mit Jahr, Monat, Dings. Und dann sage ich, welcher Rechner das ist, PC1 oder PC2 oder User 1. Und also das heißt, PC1 und der User CS, damit man, wenn man mehrere Rechner hat, weiß, zu welchem Rechner gehört dieses Zertifikat. Jetzt gehen wir hier auf Speichern und ich würde hier natürlich auch noch ein Passwort vergeben. Also ich vergebe immer ein Passwort hier, weil wenn man das Zertifikat einspielt, muss man dieses Zertifikat dann, dieses Passwort angeben. Ansonsten hat man das Risiko, wenn der Stick mit dem Zertifikat, wo man das ablegt, halt auch noch mitgestohlen wird, dass man, dass derjenige, der sozusagen versucht, an die Daten ranzukommen, es relativ einfach hat, die Dateien dann doch noch zu entschlüsseln. So, das heißt, ich vergebe ein relativ langes Passwort, das ich für nichts anderes verwende, außer für Zertifikate. Drücke jetzt auf Weiter und wir müssen nichts aktualisieren, weil das Zertifikat haben wir ja nur für diesen einen Ordner genutzt und aufschließen. Wenn man jetzt ein neues Zertifikat generieren würde, dann müsste man alle verschlüsselten Dateien aktualisieren, weil man im Nachgang an diese Dateien nicht mehr herankommt. So, und dann bekommen wir hier so eine Datei mit einer Endung PFX. Und die sollte man wirklich irgendwo sicher aufbauen. Das heißt, ich empfehle einfach, irgendeinen USB-Stick zu nehmen oder einen anderen Datenträger, den man für nichts anderes verwendet. Und der wird irgendwo in den Safe, wo man seine Dokumente drin hat, oder in den, sag ich mal, ein bisschen sicheren Schrank, in dem man seine Dokumente hat, gelagert. Am besten zu Hause oder dort, wo sehr viele Leute immer unterwegs sind und wo dieser Schrank nicht unbemerkt geöffnet werden kann. Größere Firmen, die eine eigene IT-Abteilung haben beziehungsweise einen Administrator für diese Dinge haben, die sollten das intern besprechen, wie sie das handhaben wollen. Die haben dann meistens noch wesentlich andere Möglichkeiten, solche Zertifikate geschützt irgendwo abzulegen. So, wir sehen jetzt hier auf dem Desktop den Ordner und der hat hier oben so ein kleines Schloss bekommen. So, wenn wir in den Ordner reingehen, dann sehen wir auch die Symbole. Ich mache die mal, ich würde da mal hier vielleicht auf mittelgroße Symbole gehen, dann sehen wir es ein bisschen besser. Da sehen wir, hier ist auch so ein Schloss dran gekommen. Das heißt, diese Dateien sind jetzt verschlüsselt, bedeutet für den normalen User keine Einschränkung beim normalen Arbeiten. Das heißt, wenn man jetzt hier dieses Dokument öffnen möchte, wird das genauso geöffnet, als wenn das ein ganz normales Dokument ist, weil dieses Zertifikat, was da im Hintergrund ist, und das integrierte Verschlüsselungsverfahren ist nahtlos ins Betriebssystem verzahnt. Und solange man jetzt nicht als ein zweiter User versucht, auf den Rechner zu kommen, kann man diese Dokumente öffnen, ganz normal wie unverschlüsselte Dokumente. So, ich mache jetzt mal eins. Ich werde diesen Ordner mal auf einen auf eine andere Ebene setzen, also weil ich nicht möchte, dass der zweite User, den wir jetzt gleich benutzen werden, dass der an diese Dokumente so einfach rankommt. Das heißt, ich füge das jetzt mal einfach hier ein. Wenn wir jetzt hier drauf gehen,
sehen wir, die Dateien sind halt immer noch verschlüsselt. Obwohl ich das jetzt verschoben habe, sind die jetzt, also das heißt, ein ganz anderes Verzeichnis verschoben habe, sind die jetzt immer noch verschlüsselt. So. Ich werde jetzt mich mal kurz abmelden und mit einem zweiten User an dem Rechner anmelden. So, ich bin jetzt als der User Install angemeldet, was mein lokaler Administrator ist auf diesem Rechner. Und wir öffnen jetzt mal den Ordner, den ich gerade eben erstellt habe. Und zwar sehen wir hier den Ordner, also den neuen Ordner. Das war der Ordner. So, jetzt zeige ich einfach, was ist die Stärke und die Schwäche von dieser Datei- und Ordnerverschlüsselung. Und zwar, im Gegensatz zum BitLocker, kann ich hier einfach in den Ordner reingehen, obwohl der verschlüsselt ist. So, und ich sehe auch die Dateinamen der Dokumente. Das heißt, wenn es um datenschutzrelevante Sachen sein sollten, sollten die Namen zwar markant sein, aber nicht so markant, dass die bereits Informationen, die kritisch sind, enthalten. Das heißt, auch wenn man die Festplatte jetzt ausbaut und irgendwo anders hin kopiert, sieht man die Ordner und die Dateinamen. Aber man kann jetzt natürlich dieses Excel-Dokument nicht öffnen. Das heißt, der User hat nicht dieses eingespielte Zertifikat, das ich eben erst erzeugt habe. Und dann kommt halt beim Versuch, das zu öffnen, diese Meldung. Das heißt, die Dateinamen sind zu sehen und die Ordnernamen sind auch zu sehen, aber das Dokument kann durch einen anderen User nicht einfach so geöffnet werden. Dafür müsste man jetzt dieses andere Zertifikat hier speziell einspielen. Und jetzt weiter als User CS wieder. Ich habe mir den Ordner wieder hier auf den Desktop zurückkopiert. Und jetzt betrachten wir das mal. Wie sieht es denn mit dieser Ordnerverschlüsselung aus, mit im Zusammenhang mit einem USB-Stick? Und zwar habe ich mir hier einen kleinen USB-Stick formatiert und habe den jetzt formatiert mit FAT32. Also meistens, wenn man die aus im Handel kauft, sind die FAT32 formatiert. Und FAT32 hatte bis, ich weiß nicht zu welcher Windows 10 Version, das Problem, dass diese Datei- und Ordnerverschlüsselung nicht unterstützt wurde. Es gibt noch ein zweites Dateisystem, was auch oft genutzt wird. Das ist dieses ext-FAT. Ich will jetzt auf diese verschiedenen Dateisysteme nicht großartig eingehen. Hier oben das NTFS ist das Standardformat für Windows 10. Es ist aber manchmal ein bisschen ungünstig, das zu nutzen, wenn man zum Beispiel auf Daten auf Macs oder auf Linux übertragen will, weil die oder diesen USB-Stick mit einem Mac oder einem Linux-Rechner nutzen möchte, weil die in der Regel standardmäßig nicht auf NTFS schreiben können. Also lesen können sie es im Moment eigentlich alle fast, aber das Schreiben, das bereitet nach wie vor Probleme. Da gibt es dann wieder Zusatztools, mit denen das dann geht, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema jetzt. Das heißt, standardmäßig hat man einen USB-Stick, der mit FAT32 formatiert ist, wie meiner jetzt. Und da kam in den älteren Versionen, wenn ich jetzt das mache, ich kopiere den Ordner hier rüber, eine Fehlermeldung, dass das Dateisystem diese Verschlüsselung nicht unterstützt. Scheinbar in den letzten Versionen, das heißt vielleicht ab der 19.03, vielleicht aber auch schon ab der 18.09 Windows 10, wurde da was verbessert. Also momentan zumindest funktioniert das hier, ohne dass er schreit. Und man kann sogar jetzt auf diesen FAT32 formatierten System auch einen neuen Ordner anlegen. Wir haben jetzt, ich müsste das mal hier in der Ansicht ein bisschen vergrößern, große Symbole machen. Wir sehen aber hier, der Ordner selber scheint hier nicht oder bekommt hier nicht das Symbol, dass es verschlüsselt ist. Aber wenn ich hier in die Eigenschaften gehe, erweitert, sehen wir, dass hier das Häkchen gesetzt wird. Warum er hier sozusagen das nicht anzeigt, weiß ich nicht. So, wenn ich jetzt in diesen Ordner gehe, sage hier auf Eigenschaften, erweitert, ist er nicht verschlüsselt. Ich klicke den jetzt mal einfach an. Okay. Und dann könnte man ja hier eventuell mal eine neue Datei anlegen und dann sehen wir, ob das funktioniert.
So. Mache ja auch mal die Ansicht auf große Symbole. So, wir sehen, ist auch hier ist die Datei verschlüsselt. Das heißt, es sieht wahrscheinlich so aus, dass es nur die Eigenschaften des Ordners mitnimmt. Der Ordner selber ist nicht verschlüsselt, aber das Dokument ist verschlüsselt, weil der Ordner ist doch, jetzt ist er auch markiert. Also der Ordner wird auch tatsächlich mit verschlüsselt. Wie gesagt, in älteren Versionen von Windows 10 und auch in Windows 7 gab es ja das auch schon, gab es da eine Fehlermeldung. So, was ist jetzt das Problem? Also es kann ja jetzt ein Problem sein. Das heißt, man geht jetzt mit diesen Dateien rüber auf einen anderen Rechner, der dieses Verschlüsselungszertifikat nicht hat. So, jetzt hat man einfach Pech. Man kann die Dateien dort nicht lesen. Das heißt, man muss wissen, wenn man jetzt auf einen fremden Rechner diese Dateien öffnen will oder auf einen zweiten Rechner, dann muss man entweder dieses Verschlüsselungszertifikat da entsprechend einspielen oder man muss, bevor man sozusagen an diesen Rechner die Dateien, also den USB-Stick abzieht, einfach hier sagen Eigenschaften und erweitert und muss das Häkchen rausnehmen. So, natürlich für alle Dateien, Unterordner und jetzt ist im Prinzip, sieht man, diese Ordner und die Dateien, die drin sind, nicht mehr verschlüsselt. So, was natürlich sicherheitstechnisch, wenn es kritische Sachen sind, eine Katastrophe wäre. Das heißt, um jetzt sicherheitskritische Dokumente von A nach B zu übertragen, ist das nicht empfehlenswert. Wenn es ein paar private Bilder sind, die man halt dem Freund vorbeibringen möchte oder der Freundin, da ist es was anderes. Das heißt, für die Übertragung von verschlüsselten Dokumenten oder beziehungsweise wenn man jetzt, wenn das jetzt kritische Dokumente sind, dann würde ich empfehlen, dass man dann einfach mal einen Packer nimmt. Also das heißt, man tut den Ordner entschlüsseln. Das kann je nach Größe, was da drin ist, relativ lange dauern. Und dann nimmt man vielleicht schon auf im eigenen Dateisystem. Das heißt, ich würde das jetzt so machen. Ich lösche jetzt die mal weg. Nehme ich hier den Ordner selber und würde jetzt aus diesen Dateien ein Archiv machen. Und verschiebe die extrahieren die hier mal so und wir sehen, die Dokumente sind hier nicht verschlüsselt. So, wäre jetzt immer noch kein richtiger Schutz. Also es war jetzt bloß, sage, was die Gefahren sind, sozusagen. Also wenn ich jetzt einen ZIP-Ordner mache und die wieder einpacke, sind die Dateien wieder entschlüsselt. Und an diesen ZIP-Ordner kommt ja jetzt standardmäßig auch jeder ran. So, das heißt, ich mache das nochmal weg. So, dann nimmt man sich dann sozusagen irgendeinen Packer, der auch eine Verschlüsselung unterstützt. Das heißt zum Beispiel 7-Zip und sagt hier ein neues Archiv. Und hier kann man jetzt auch ein Passwort vergeben. Okay. So, dann haben wir jetzt hier den Ordner. Und wenn ich den jetzt hier verschiebe, ist der jetzt auch unverschlüsselt. Das heißt, der darf natürlich nicht innerhalb des verschlüsselten Ordners sein. Sonst ist die ZIP-Datei auch verschlüsselt. So, und wenn ich die jetzt öffnen möchte, sieht man zwar auch wieder die Dateinamen, also wenn ich es jetzt so mache, aber wenn ich jetzt diese Datei hier öffnen möchte, dann fragt er natürlich jetzt nach dem Passwort. So, jetzt kann man das noch besser schützen. Das ist jetzt eigentlich schon wieder ein anderes Thema. So, indem ich hier wieder mein 7-Zip nehme und ich mal ein anderes Format verwende, zum Beispiel das 7-Zip-Format, und hier kann man sagen, dass die Dateinamen auch verschlüsselt werden. Das heißt, das Passwort dazu.
Und falls man auf dem anderen Rechner kein 7-Zip hat oder man nicht weiß, ob es das gibt, kann man hier daraus noch eine Exe-Datei machen. Das heißt, es ist wie ein kleiner Installer und verschiebt halt diese Datei hier rüber. Und kann das dann einfach ausführen. Jetzt kann man auswählen, wohin das ausgeführt wird. Also jetzt zum Beispiel auf, ich würde es jetzt doch mal, klar, auf D ist schon richtig. So, Extract. Und dann fragt er nach dem Passwort. Und dann hat man halt den verschlüsselten Ordner. Also das wäre sozusagen die Methode, die man anwenden möchte, wenn man die Dateien auf diese Art übertragen will, weil, wie gesagt, dieser dateibasierte Schutz greift manchmal und wenn er greift, dann ist er unbrauchbar auf dem anderen Rechner, wenn man das Zertifikat nicht mitnimmt. Das will man aber in der Regel für einen zweiten, also oder einen Fremdrechner nicht mitnehmen. So, obwohl das Video jetzt schon bereits relativ lang geworden ist, also länger als ich das eigentlich wollte, gibt es ja noch eine zweite Gefahr und zwar die Nutzung von irgendwelchen Cloud-Diensten. Also es ist egal, ob man jetzt mit einem eigenen Client die Dateien, also aus dem verschlüsselten Ordner abgreift oder ob man, wie ich das jetzt hier mal mache, einfach über den Webbrowser diesen Cloud-Dienst nutzt und ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel jetzt diese eine Datei auf diesem Cloud-Dienst haben. Das heißt, hier drauf. Und jetzt habe ich hier im Prinzip eine Open-Document-Zeichnung, beziehungsweise ich würde jetzt mal einfach DocX nochmal machen und kann die ja jetzt hier öffnen. Aber hier auf dem System hat das ja jetzt erstmal keinen Sinn. Ich würde jetzt mal die Windows Sandbox öffnen, die ich letztens schon gezeigt habe, wie man die installiert. Das heißt, es ist jetzt ein komplett neuer Rechner, der dieses Sicherheitszertifikat nicht hat. Dann öffnen wir in der Sandbox mal die Nextcloud. Ist jetzt natürlich ungünstig, weil ich in der Nextcloud keine Office installiert habe. Deshalb nehme ich jetzt mal ein Textdokument mit einem Inhalt. Speichern und kopiere dieses Textdokument mal auf die Nextcloud. Da gehen wir in die Sandbox, müsste ich hier mal aktualisieren. So, da haben wir jetzt das Textdokument und ich würde das jetzt mal wieder runterladen. Save es auf den Desktop. Und da kann man die Nextcloud schließen. Und wir sehen hier das Dokument ohne Verschlüsselungszeichen. Das heißt, das ist jetzt auf dem zweiten System völlig unverschlüsselt. Also ich wollte jetzt bloß nochmal darauf hinweisen, dass man da aufpassen muss, die Dokumente, wenn die über einen Cloud-Dienst, ob das OneDrive, Dropbox und Nextcloud oder OwnCloud ist, die sind dann unverschlüsselt. Das heißt, da müsste man sich dann auch separat nochmal Gedanken machen, wie man Dokumente schützt. Ich selber, ich nutze zum Beispiel TeamDrive für solche Sachen, weil TeamDrive hat von vornherein eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, auf dem Server liegen die Dokumente immer erstmal verschlüsselt. Und nur ein Client auf der anderen Seite, der für TeamDrive, für den jeweiligen Ordner das richtige Verschlüsselungszertifikat hat, darf diese Dokumente auch wieder entschlüsseln. Herzlichen Dank, dass ihr euch das Video so lange angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte abonniert meinen Channel, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, die Erinnerung könnt ihr euch ja auch über das Glöckchen holen. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Start in die neue Woche und bis bald. Tschüss, euer Christoph.